Wir wären heute mit dem Buch Jona fertig. So sieht es zumindest aus. Aber Jona ist schon fertig. Er ist nämlich fix und fertig. Das werden wir noch erleben. Aber Gott ist mit Jona noch nicht fertig. Und das ist sehr gut. Wir wollen ja unser Leben verstehen und wollen auch aus unseren Fehlern lernen. Aber mein Chef hat mal gesagt, weißt du, Wolfgang, die Fehler können die anderen machen und wir lernen draus. Und so werden wir das heute auch machen. Wir werden mal uns den Jona noch mal rückblickend anschauen, weil man muss ja nicht jeden Fehler selbst machen und überlegen, wie wir aus den Fehlern anderer Leute lernen können. Die letzten drei Verse dienen dazu, zu der heutigen Predigt. Ich lese sie mal vor. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach: Bist du betrübt wegen des Rizinus, um den du nicht gemüht und nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh. Wir haben hier so ein wunderschönes Puzzle, was so ein bisschen das Leben von Jona aufzeigt. Und wir wollen mal zurückschauen auf die einzelnen Puzzleteile. So ist auch unser Leben. Das besteht aus Sonne und Regen, aus Wind und Sturm, aus Hochs und Tiefs. Und genau, das Erste, was wir uns angeschaut haben, ist, dass Jona einen Auftrag bekommt und flieht. Ich wünschte mir manchmal, in der Lage zu sein wie Jona, dass Gott sagt: Wolfgang, das und das musst du tun und beweg dich jetzt hin. Oft habe ich das sehr klar erlebt, aber oft ist es mir auch nicht klar. Und wir haben erlebt, dass der Jona einen ganz klaren Auftrag bekommt. Jona, ist mir aufgefallen, ist ein ziemlich komischer Vogel. Mein letzter Vorredner hat ihn als Lusche bezeichnet. Ich möchte ihn mal als Vogel bezeichnen, weil das ist sogar biblisch. Weil Jona heißt nämlich Taube. Und er sollte eigentlich vom ureigensten Sinn eine Friedenstaube sein. Aber er hat sich leicht verflogen, wie das manchmal so ist im Leben. Er sollte zu den Nationen fliegen und die frohe Botschaft von Gottes Langmut und Gnade bringen. Und er legt ihr den Rückwärtsgang ein und sagt: Nicht mit mir. Und wollte nach Tarsis fliehen, was wahrscheinlich in Spanien ist. Gott hat die Menschen so geschaffen, dass sie ihren eigenen Willen haben. Das zeichnet uns aus. Das Problem ist natürlich für Gott, dass wir oft auch Nein sagen können. Und sagen: Ich mache es nicht. So wie bei Jona. Jona war sogar von seiner theologischen Prägung ein Prophet, hatte also auch eine Gottesbeziehung und war schon vorher aktiv. Jona ist also ungehorsam und flieht. Ich habe mal nachgeschaut, wenn es des Tarsis ist in Spanien, sind es ungefähr 3200 Kilometer gewesen. Also es kostet viel Geld. Unser Ungehorsam, hat mal jemand gesagt. Er sollte nämlich nach Ninive gehen, sind ungefähr 900 Kilometer. Und er legte das Fährgeld hin und wollte sich aufmachen in die Gottesferne. Also Ungehorsam kostet viel Fährgeld. Er sagt nämlich: Gott, mir fällt dieser Auftrag nicht. Und er glaubt wirklich, dass er sich diesen Auftrag entziehen kann. Ist Flucht vor Gott möglich? Erstmal augenscheinlich ja und in der Endkonsequenz eigentlich nein. Genau. Ich habe hier ein Bild. Das Verkehrszeichen kennen wir alle. Das ist die Sackgasse
Und es sagt eigentlich ganz klar, wenn wir vor Gott wegrennen und glauben, wir fliehen einem Auftrag, den er uns gesandt hat, dann sind wir in einer Sackgasse. Und bei einer Sackgasse geht es nur noch zurück. In Psalm 139 sagt David, wohin sollte ich fliehen? Wohin sollte ich fliehen vor Gottes Angesicht? Ich weiß es nicht. Überall würde mich deine Hand fassen. Und das wollen wir uns auch sagen, dass es letztendlich unmöglich ist, vor Gottes Auftrag wegzulaufen. Jona steigt also aus den Willen Gottes und sagt, nicht mit mir. Das zweite Puzzle deines Lebens ist Jona im Sturm. Wir wissen aus der Situation, als er aus dem falschen Weg war, ließ Gott im Prinzip einen starken Sturm senden und das Schiff wurde arg gebeutelt und die Bootsleute dachten schon, sie kenterten und haben vieles von ihrem Ladegut über Bord geworfen. Also Jona steigt sprichwörtlich aus. Er hört die Stimme Gottes nicht mehr. Die Stimme Gottes war in diesem Fall nur der Sturm. Seine geistliche Energie war gleich null. Er schlief nämlich im Sturm und hatte keine Sorge für seine Mitmenschen. So kann es uns gehen, wenn wir nicht in der Spur Gottes liegen. Er hatte keine Kraft zum Gebet. Interessant ist, die Bootsleute, die Götzendiener waren, riefen ein Gebetstreffen aus und sagten, wir müssen jeder mal zu seinem eigenen Gott beten. Und Jona liegt unten im Schiffsrumpf und schläft. Er verschläft also das Gebetstreffen der Mannschaft. Und wenn Ungläubige uns zum Gebet wecken müssen, das ist eine ganz, ganz peinliche Sache, das sage ich euch. Er verlor sogar sein Zeugnis vor den Mitmenschen, weil er hatte nichts zu sagen und in der Endkonsequenz brachte er durch sein Fehlverhalten großes Unglück über seine Mitmenschen anstatt Segen. Es kann sein, dass durch mein Fehlverhalten Menschen in Lebensnot kommen, das ist eindeutig. Dann haben sie ihn befragt und haben gesagt, wie kommt es und so weiter. Da sagt Jona, das ist ziemlich klar, eigentlich bin ich das Problem. Aha. Wenn man was falsch gemacht hat, legt man den Rückwärtsgang ein, tut Buße, betet und der Herr vergibt mir meine Schuld. Was sagt Jona? Schmeißt mich über Bord und dann hört der Sturm auf. Sozusagen sagt Jona, ich will lieber sterben, als gehorsam zu sein. So weit kann es gehen. So weit kann unser Herz sich verhärten. Wer den Willen Gottes nicht tut, geht sprichwörtlich unter. Und er geht unter. Er steigt aus dem Schiff aus, will aus seinem Leben aussteigen, weil er ja wusste, wenn sie ihn über Bord werfen, stirbt er. Das ist ihm alles egal. Und er geht sprichwörtlich unter. Die nächste Etappe, die Jona bestritt, ist Jona im Fisch. Jetzt ist er im Fisch, weil Gott lässt die Sache nicht so laufen. Jona ist vollständig auf Gott fixiert. Es ist nichts mehr da, was ihm sprichwörtlich ablenkt. Er fängt nun endlich an, das zu tun, was er endlich tun müsste, zu beten. Und er betet nicht aus der tiefsten Zuneigung, wie wir gesungen haben. Wie ist das Lied? Du bist gut, wenn es regnet. Du bist gut, wenn die Sonne scheint. Du bist gut, wenn der Sturm kommt. Das singt er nicht. Er singt nämlich gar nicht. Aber er betet auch nicht aus Zuneigung zu seinem Gott, sondern er betet aus seiner tiefsten Lebensnot heraus. Auch dieses ist möglich. Und er tut das Entscheidende. Er tut Buße. Er denkt über sein Leben nach, wie es schiefgelaufen ist und tut Buße und kehrt um zu seinem Gott. Und er spricht
sein bestes Gebet an dem schlechtesten Ort, den es gibt, im Bauch des Fisches. Nachher kommen wir noch dazu, wo sein schlechtes Gebet gesprochen wird. Also er spricht sein bestes Gebet, ein bußfertiges Gebet am schlimmsten Ort. Er wusste ja nicht, ob Gott ihm weiterhin das Leben schenkt. Ich habe mir gesagt, Jona, das ist gut, dass du im Bauch des Fisches warst, da können wir von dir lernen. Das heißt, in der Endkonsequenz, für Gottes Willen, den du erkannt hast, gibt es keinen Plan B. Gott hätte ja sagen können, Jona, mit dir arbeite ich nicht mehr zusammen, ich suche mir einen anderen. Nein, er kämpft darum, dass Jona wieder in die Spur kommt. Also für den Willen Gottes gibt es keinen Plan B. Als ich das verstanden habe, war das schon ganz schön schwierig. Gott liebt seine Kinder so sehr und lässt sie deshalb nicht erfolgreich sündigen. Hat mal jemand gesagt, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Nicht erfolgreich sündigen, weil wir seine Kinder sind. Und das Schöne ist, wenn wir zu Gott umkehren und Buße tun, muss nicht unbedingt im Fisch sein. Das kann vielleicht in meiner Kammer sein oder auf Arbeit. Denn gibt Gott uns eine zweite Chance. Ist das nicht toll? Dann erst. Buße tun. Vergebung erleben, eine zweite Chance. Wer zu Gott umkehrt, bekommt eine zweite Chance, auch wenn es die gleiche Aufgabe ist. Er bekam keine andere Aufgabe. Jona in Ninive oder Umkehr in Ninive. So, Jona steigt wieder ein, nachdem der Fisch ihn ausgespuckt hat, Jona steigt wieder ein in den Willen Gottes und sagt, Gott, ich mache mit dir weiter. Macht sich auf mit seinen Predigtnotizen und läuft seine fast 1000 Kilometer nach Ninive. Und dort soll er den Niniviten, den Assyrern, die ein böses, gewalttätiges Volk waren, sollte er die Gerichtsankündigung Gottes bringen. Und er geht in den Ort rein und sagt mit, wahrscheinlich nicht mit Lächeln, noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört sein. Ausschluss feiernd. Es sind 7 Worte, im Hebräischen 5 Worte. Ich habe mir mal gesagt und habe es mal mit meinen Bekannten gemacht, wie kurz kann ich Gottes Botschaft in einen Satz sagen, dass die Leute erschüttert werden. Im positiven Sinne. Müssen wir mal drüber nachdenken. Wir müssen nicht eine Predigt halten. Wir können vielleicht es in kürzester Form machen. Das war die kürzeste Predigt mit dem größten Erfolg und mit dem schlechtesten Gesicht von Jona. Die Leute kehrten um von ihrem bösen Werken und von ihren bösen Wegen und von ihrer Gewalttat und machten es sehr ernst. Der König, der auch Priester war, hat Buße ausgerufen, hat sogar die Tiere damit bedacht und es war eine Ernsthaftigkeit. Sie haben Schuld bekannt und wenn wir Schuld bekennen, reagiert Gott. Gott gibt Vergebung und beseitigt unsere Schuld und schenkt einen Neuanfang. Weil Gott steht in Kapitel 4, Vers 2, langmütig ist. Er will nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern alle zur Buße oder zur Umkehr kommen. Darum hat Gott so ein weites Herz. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so vergibt er unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das hat Jona erlebt, als er Buße getan hat im Fisch. Und das haben die Niniviten erlebt, als sie ernsthaft Buße getan haben. Also Jona ist wieder in Gottes Plan. Jetzt sehen wir hier das nächste Puzzle, was uns vielleicht ein bisschen irritiert. Jona ist im Zorn. Wo Jona überall ist, schon interessant. Jona ist im Zorn. Ich habe mir gesagt, Jona ist blockiert durch seinen unkontrollierten Zorn. Warum ist Jona zornig? Besser konnte es doch gar nicht laufen. Jona ist zornig, weil die Niniviten
Buße taten. Jona hat nämlich gesagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Er hat nicht gesagt, tut Buße. Aber es lag da drin, dass sie über ihr Verhalten nachgedacht haben. Und wenn ein Prophet etwas prophezeit, in die Zukunft redet und es trifft nicht ein, kann man daran erkennen, dass es kein Prophet ist mit einer Gottesbotschaft. Und Jona war auf seinen Ruf, auf seine Ehre sehr bedacht. Bin ich es auch? Dass alle von mir das Beste denken? Wichtig ist, dass Gott das Beste von mir denkt. Jona war als zweites zornig und verbockt, weil Gott sein angekündigtes Gericht zurückzieht. In Kapitel 4, Vers 2 steht, da sagt Jona, denn ich wusste zu Gott, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn. Gott ist auch zornig. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und viertens gab es eine Situation, wo Jona in der Ferne sich hingesetzt hat und hat gesagt, ich muss doch jetzt mal mir den Countdown angucken. Jona konnte wahrscheinlich bis 40 zählen, weil es hieß, in 40 Tagen wird ja Ninive umgekehrt. Hat sich dann irgendwo hingesetzt, stell mir das so vor, mit so einem langen Fernrohr, hat gesagt, 40, oh, 39, 38, und hat dann runtergezählt und hat gesagt, irgendwann muss es doch Rauch und Staub und Asche geben und dann ist Ninive umgekehrt. Ach, die haben es verdient, ist das nicht herrlich? Gott haut rein. So, und in diesem Dienst, den sich Jona als Zuschauer ausgewählt hat, leidet er natürlich Not und Gott versorgt ihn noch mit einer Rizinus. Pflanze, die ihm Schatten spendet und da steht da, dass er sich sehr darüber gefreut hat und einen Tag später war die Rizinuspflanze weg, weil irgendjemand an Gottes Strauch geknabbert hat. Das war nämlich der Wurm, den Gott auch geschickt hat. Und Jona war bockig und ärgerlich, dass jetzt im Prinzip er nicht mehr im Schatten saß. Auch darüber hat er sich sehr geärgert. Jona, ist mir aufgefallen, betete sein schlimmstes Gebet, nämlich im Zorn, am besten Ort. Nämlich in der Stadt Ninive. Dort, wo Gott wirkte, Buße wirkte. Weil nämlich Jona sagte, Kapitel 4, Vers 1, es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete. Eine ganz schlechte Sache, wenn wir im Zorn beten. Und als guter Theologe und als Prophet, hatte ich vorhin schon erwähnt, kannte er Gottes Position, die müssen wir auch kennen, kannte er. Und er sagte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Also Jona wusste, wie Gott denkt. Weiß ich es auch? Weiß ich es auch in seiner großen, gnadenvollen Liebe, dass er alle Menschen liebt? Und trotzdem ist Jona sauer und verärgert und durch seinen eigenen Zorn, den er auch laufen lässt, so blockiert. Und er sagt in Kapitel 4, Vers 9, also wo ich darüber nachgedacht habe, und Jona sprach, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen den Rizinus zornig bist? Und Jona sagte, mit Recht bin ich zornig. Weißt du, wie lange? Bis zu meinem Tod. Wo ich das verstanden habe, er will zornig sein bis zu seinem Lebensende wegen dem kleinen Strauch, den er nicht gepflanzt hat. So kann uns Zorn zersetzen, so kann Zorn mein Herz hart machen, dass ich gar nicht mehr wahrnehme, wie Gott im Prinzip denkt. Und wir können andere zum Segen sein, indem er die Botschaft, die Gerichtsbotschaft für Ninive gebracht hat und selber den Segen verpassen. Und mir ist so aufgefallen, wenn wir uns wie Jona
über Gott ärgern, verlieren wir für alles im Leben den richtigen Blick. Was kann man dagegen tun? Ich habe mir gesagt, Salomo hat gesagt in Sprüche 4, Vers 23, ist so ein Kernbibelvers, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Warum? Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Jetzt könnte man sich mal fragen, es geht ja heute auch um Fragen, kann man einen Selbsttest machen zu Hause, indem man sich fragt, was macht mich glücklich? Bei Jona war es, dass er sich überdurchschnittlich freute über die Rizinuspflanze, die Gott ihm geschenkt hat, damit er im Schatten ist. Und was macht mich zornig? Das sind interessante Fragen. Was macht mich zornig? Und Gott hat Interesse, dass wir mit dem Zorn gottgemäß umgehen. In Galater 5, Vers 20 wird gesagt, dass Zorn eigentlich zur alten Natur gehört, hat in unserem neuen Leben überhaupt nichts zu suchen. Und dass Zorn auch die schlechteste Gebetshaltung ist, die es überhaupt gibt, dürfen wir eigentlich gar nicht. Und im Jakobus 1 steht, dass eines Mannes Zorn keine Gerechtigkeit bewirkt. Mir ist aufgefallen, dass Gott schon oft Menschen fragt in der Bibel. Die erste Stelle ist in 1. Mose 4, Vers 5. Da sagt er zu Adam, nachdem Adam gesündigt hat, Adam, wo bist du? Gott wusste ja, wo Adam ist. Aber er stellt ihm eine Frage, damit er, Adam, drüber nachdenkt, wo ist er denn jetzt? So, jetzt kommen wir hier zu unserem Puzzle, Fragezeichen. Hier ist auch ein schönes Fragezeichen. Und wir haben die letzten drei Verse gelesen von dem Kapitel 4, wo Gott im Prinzip in das Leben von Jona reinfragt. Interessant ist das Buch Jona sowieso. Gott ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, das kennen wir ja. Ne? Gott ist in dem Buch Jona auch das Anfang. Er redet am Anfang, Kapitel 1, Vers 1, und Gott sprach zu Jona und er redet am Ende auch noch, Kapitel 4, Vers 11, und sprach zu Jona. Und interessant ist es, dass Gott dieses interessante Buch von Jona beendet mit einem Fragezeichen. Es gibt nicht sehr viele Bücher, es gibt nur zwei Bücher in der Bibel, die mit einem Fragezeichen enden. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das so wichtig, dass Gott fragt? Wenn Gott fragt, dann ist es bestimmt wichtig. Gott hat Jona drei Fragen gestellt. Ist es recht, dass du wegen Ninive zornig bist? Kapitel 4, Vers 4. Jona hätte es endlich wissen müssen. Langsam zum Zorn und groß an Güte ist Gott. Und Jona wünscht sich den Untergang der Niniviten, die keine Umkehr zu Gott verdient haben, glaubt er. Die zweite Frage ist, Gott fragt Jona über seinen unkontrollierten Zorn beim verdorrten Rizinusstrauch. Warum bist du zornig darüber, Jona? Hast du ein Recht auf Besitztum, den du nicht geschaffen hast? Haben wir letztes Mal gehört. Hast du ein Recht darauf? Ich bin Gott. Ich bin der Gott deiner Erquickung, Rizinus. Ich bin der Gott deiner Enttäuschung, auch wenn der Wurm drin ist und der Hitze, die dich fertig macht. Ich will, Jona, für dein Leben Verantwortung übernehmen. Vertraue mir doch. Und die dritte Frage, die entscheidende Frage eigentlich ist, warum hast du kein Erbarmen, Jona, mit den Menschen in Ninive? 120.000 Leute sind da, die zwischen rechts und links nicht entscheiden können. Das sind wahrscheinlich Kinder gewesen. Und wenn man das hochrechnet, eine Familie mit drei Kindern, sind wir schon bei 600.000 Leute. Warum bist du darüber zornig?
In der Bibel wird gesagt, dass Jesus weinte, als er über Jerusalem nachdachte. Jona blickte auf Ninive und kochte vor Wut, weil Ninive durch Umkehr eine Zukunft hatte. Gottes Perspektive. Er hat alle Menschen im Blick, auch die Niniviten, und er hat auch den Einzelnen im Blick, nämlich Jona. Und das macht mich sehr glücklich, dass er für Jona eine Brücke schlägt, dass Jona wieder zurechtkommt. Gott beschließt das Buch Jona merkwürdigerweise mit einer Frage. Der Punkt ist nicht, wie Jona Gottes Frage beantwortet, das lässt Gott offen. Die wirkliche Frage ist doch, wie du und ich Gottes Fragen beantworten. Stimmen wir Gott zu, dass Menschen ohne Christus verloren gehen? Wird da mein Herz warm? Mache ich mich auf den Weg? Bin ich bereit, die frohe Botschaft als Bringebotschaft den Menschen zu bringen und zu sagen? Matthäus 28, Vers 19, Missionsbefehl. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Weiß ich, wer mein Ninivit ist, den ich eigentlich die frohe Botschaft nicht wünsche? Kenne ich den Zorn Gottes für die Menschen, die Jesus nicht annehmen, dass sie unter dem Zorn Gottes weiterleben? Beten wir dafür, dass das Evangelium in allen Teilen der Welt durchdringt. Und die wichtigste Frage ist die, die wir uns stellen müssen, wenn Jesus oder Gott in mein Leben reinfrägt, an meinen wunden Punkten, an meiner Stelle, habe ich die richtige Antwort und mache ich mich auf den Weg.